Im Spätherbst des Jahres 232 geht für die Wachsoldaten am obergermanischen Limes ein weiterer wenig ereignisreicher Tag zu Ende. Der nasskalte germanische Winter kündigt sich bereits mit ersten Graupelschauern und kalten Nächten an. Wie jeden Morgen ertönt im großen Kastell in Meinhard bei Sonnenaufgang das Wecksignal. Das ist die Aufgabe der diensthabenden Nachtwache an der Porta Praetoria, an dem vorderen, zum Feind ausgerichteten Haupttor. Die Schallwellen des Hornsignals verbreiten sich vom Kohortenkastell bis zu den viel kleineren Lagern mit nur etwa 30 Mann Besatzung, die direkt oben am Limes in strategisch wichtigen Positionen am Grenzwall liegen. Von dort werden die Signale weitergegeben bis zu den fernen Wachtürmen und setzen sich von Wachturm zu Wachturm fort. Auf allen Türmen werden jetzt die Mannschaften geweckt. Im Kastell Meinhard macht sich derweil die Soldatenstube, die Contubernia Nummer 3 der ersten Kohorte, marschfertig. Von den 8 aus dem fernen Asturien in Spanien stammenden Soldaten der Stube sind aber nur 6 eingeteilt. Ab heute werden sie für 14 Tage den Wachdienst auf dem eine halbe Tagesreise entfernten Limesturm 983 übernehmen. Aus dem Stall der Traktierbereitschaft hat ein Soldat bereits ein Maultier geholt und mit Lebensmitteln beladen. Die Wachmannschaft bricht schon sehr zeitig am frühen Morgen auf. Der Dienstälteste führt die Gruppe zur Porta Praetoria und meldet sie beim wachhabenden Unteroffizier ab. Dieser schreibt die Einheit, die Namen der Soldaten, den Wachturm und Tag und Stunde des Abmarsches auf eine Wachstafel. Draußen beim Kleinkastell am Grenzübergang nach Germanien herrscht mäßiger Grenzverkehr. Die Germanen können nach Kontrolle und Entrichtung von Zoll ihre Waren in die römischen Städte schaffen, um sie dort auf den Märkten zum Kauf anzubieten. Honig, geräuchertes Wild und gepökeltes Fleisch, manchmal auch die blonden Haarschöpfe ihrer Töchter. Die werden in der Hauptstadt des Imperium Romanum in Rom besonders teuer bezahlt. Im Wachturm 89 werden die Soldaten bereits erwartet. Die müde alte Wachmannschaft hat längst gepackt und wartet nur noch auf das Hornsignal Mittag vom Kleinkastell, um endlich den Wachwechsel auszuführen. Die beiden Truppführer besteigen gemeinsam den Turm, um die Vollständigkeit der Ausrüstung zu prüfen. In der obersten Etage im Wachraum sind viele Gerätschaften festzustellen, unter anderem ein Signalhorn aus Messing, je 5 größere und 5 kleinere Wurfspeere und 3 Bögen mit je 25 Pfeilen. Alles vollständig. Im Mittelgeschoss, also dem Schlaf- und Aufenthaltsraum der Soldaten, muss folgende Ausstattung vorhanden sein. Neben den hohen Stockbetten ein Tisch mit Hockern, diverse Öllampen aus Ton für die Beleuchtung, eine Getreidehandmühle aus Basalt, verschiedenes Geschirr und einiges mehr. Die Kochstelle dient in der kalten Jahreszeit auch zum Heizen des Raumes. Über eine Leiter erreichen die beiden das spärlich beleuchtete Untergeschoss, das von außen nicht zugänglich ist. Neben den wichtigsten Geräten und Werkzeugen werden hier auch die Lebensmittel aufbewahrt.
In den Amphoren befindet sich Wasser und Olivenöl oder auch das Garum, die bekannte Würzsoße aus Fischresten. Der Wachdienst wird eingeteilt. Die anderen werden auf die Jagd bzw. mit ihren Ziegenbälgen zum Wasserholen zur nahen Quelle geschickt. Ein Kamerad bereitet jetzt eine schnelle Mahlzeit zu, den nicht sonderlich beliebten Puls, einen Graupenbrei, aber gewürzt mit dem guten Garum. Ein weiterer mahlt bereits das Getreide. Bis zur Cena, der Hauptmahlzeit am frühen Abend, reicht der nahrhafte Brei allemal. Hunger muss man in der römischen Armee normalerweise nicht fürchten. An diesem Turm konnte vor Ort sogar das Brot gebacken werden. Von der Holzgalerie hat man einen weiten Blick über die Grenze und sieht hinüber zu den beiden jeweils einige hundert römische Fuß entfernten Türmen. Die Signalkette darf nie unterbrochen werden. In den letzten Monaten war das Leben an der Grenze jedenfalls recht ereignislos. Jedoch wird im Lager schon berichtet, dass die Alamannen sich zu neuen Raubzügen sammeln.